Gesundheit ist das Alpha und das Omega. Spannende Topics, gehaltvolle Experten-Talks, faszinierende Insights. CyberHealth, dein Podcast zu den wirklich wichtigen Themen. Mit deinem Gesundheitsengel und Gastgeber Tom Dederichs. Hallo ihr Lieben und ein weiteres Mal herzlich willkommen zu unserem CyberHealth Podcast. Ich bin's wieder, Tom, und ich freue mich, euch ein weiteres Mal begrüßen zu können an dieser Stelle. Ich hoffe, wir haben zahlreiche Zuhörer dieses Mal wieder dabei mit einem, wie immer, interessanten Thema und einem, noch viel wichtiger, interessanten Gast. Als erstes zum Thema. Es geht um Ernährung. Aber bevor ihr jetzt anfangt, euch zu langweilen, weil wir das Thema Ernährung ja schon diverse Male aus den verschiedenen Blickwinkeln betrachtet haben, heute geht's um das Thema Ernährung und Nachhaltigkeit. Und dieser kleine Zusatz eröffnet ein riesiges, weites, neues Feld und wirft ein ganz neues Licht auf das Thema Ernährung. Weil ich mich in diesem Bereich, wie in allen anderen Bereichen auch, überhaupt gar nicht auskenne, oder wenn überhaupt, dann nur ein kleines bisschen, habe ich mir einen weiteren illustren Gast dazugeholt. Und das ist die liebe Anna Hüsing. Herzlich willkommen, Anna. Hallo Tom, danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich. Das ist schön, ich freue mich auch. Und bevor wir ins Thema einsteigen, machen wir das wie immer und stellen dich erstmal vor, damit unsere Zuhörer überhaupt wissen, mit wem sie es hier zu tun haben. Mich kennen sie ja inzwischen schon, aber dich noch gar nicht wahrscheinlich. Sehr gerne. Ich bin ja Spezialistin für heute und bringe das Thema Ernährung und Nachhaltigkeit quasi aus meinem Studium mit. Ich habe Ernährungs- und Lebensmittelwissenschaften in Bonn studiert, motiviert schon von Kindesbeinen an. Ich durfte bei meiner Mama immer neben dem Herd sitzen und beim Kochen zu gucken. Dann war immer ganz neugierig. Und habe ganz, ganz, ganz viel Begeisterung für das Thema Ernährung und freue mich heute quasi, den Aspekt Nachhaltigkeit mit einzubinden. Seit einem Jahr arbeite ich als Dozentin beim IST-Studieninstitut und darf da auch ein bisschen genau in dem gleichen Thema Content machen und möchte das so verständlich und so attraktiv wie möglich verpacken, damit ihr alle Handlungstipps für den Alltag habt, damit ihr das Thema mit Interesse zuhört und vielleicht ein bisschen was mitnimmt. Sehr schön. Ja, also was da schon durchscheint durch deine Ausführung jetzt, ist, dass du mit einer Botschaft, mit einer Sendung sozusagen unterwegs sein könntest zumindest. Ja, das Thema, das du mitbringst, ist ein gesellschaftlich sehr, sehr wichtiges Thema. Gerade heutzutage, wo unser Konsumverhalten sich sehr, sehr stark verändert hat in den letzten 30, 40, vielleicht 50 Jahren. Und wir Gefahr laufen, was Ressourcen anbelangt, was Effizienz anbelangt, was Umweltverschmutzung anbelangt, auch Klimadebatte, eventuell viele Dinge falsch zu machen, ist es besonders wichtig, uns damit auseinanderzusetzen, welchen Fußabdruck hinterlässt unser Verhalten denn in dieser Welt? Und zwar sowohl für uns selbst als auch für die Gesellschaft, in der wir leben. Und deswegen ist das so ein spannendes Thema und bin ich doppelt froh, dass wir dich als Profi und als Fachfrau jetzt dabei haben, um mit deiner Hilfe das ein bisschen für uns zu beleuchten. Ich kann gar nicht so richtig einschätzen, wie bewusst dieses Thema in unserer Gesellschaft schon ist. Als wir uns darüber unterhalten haben und diesen Podcast ersonnen haben oder geplant haben, ist mir klar geworden, ja, ich habe all diese Aspekte schon mal gehört, aber so richtig tief auseinandergesetzt habe ich mich damit eigentlich noch nicht. Wie ist denn deine Einschätzung, wie das Thema Nachhaltigkeit gerade im Zusammenhang mit dem Thema Ernährung in unserer Gesellschaft schon verankert ist? Ich glaube, dass das so unterschwellig schon ein bisschen bewusst ist, dass die persönlichen Entscheidungen eine Auswirkung haben auf das Gesamtsystem quasi, aber dass man gar nicht so richtig weiß, wo sind all die Stellschrauben, die ich persönlich drehen kann. Und manchmal ist ja auch dieses Große und Ganze wirklich überwältigend. Man denkt, man muss so viel umstellen und man muss so viel dann auch perfekt machen, was ja dann überhaupt den Ansatz ein bisschen hindert, dass man vor lauter Überwältigung gar nicht erst anfängt. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, irgendwie rausarbeiten zu können, wenn wir alle ein bisschen mit an einem Strang ziehen, dass wir da richtig gut was bewegen können. Wenn wir uns das mal gleich alles angucken, dann kennt bestimmt jede und jeder von euch ein bisschen was in dem eigenen Alltag, was man vielleicht ein bisschen verändern kann. Das führt uns ja hier fast schon auf eine philosophische Schiene. Vielleicht kommen wir ganz am Ende dieses Podcasts da nochmal drauf zurück, wenn wir so ein Resümee ziehen und uns nochmal klar machen, worüber wir da gerade gesprochen haben und was das Ganze denn überhaupt soll und bringen könnte. Später mehr dazu. Jetzt würde ich sagen, steigen wir mal in das Thema ein.
Und dazu habe ich ein Zitat im Internet gefunden oder eine Zusammenfassung sozusagen zu diesem Thema Nachhaltigkeit in Verbindung mit Ernährung. Du hast mich im Vorfeld gefragt, weil dir diese Zusammenfassung sehr, sehr gut gefallen hat, wo das her ist, und ich konnte es dir gar nicht genau sagen. Ich weiß aber, es ist eine Zusammenfassung, die aus einer internationalen Versammlung herrührt, die sich mit diesem Thema beschäftigt. Müssen wir vielleicht nochmal nachreichen, vielleicht finden wir nochmal raus, was das genau war. Ich lese das jetzt einfach mal vor, weil ich glaube, oder wir beide haben uns darauf verständigt, dass das ein gutes Licht erstmal darauf wirft, worüber wir heute sprechen wollen, und einfach so ein Grundverständnis bei unseren Zuhörern bewirkt, falls die Beschäftigung mit diesem Thema vielleicht noch nicht so nachhaltig war, wie sie es eigentlich sein könnte und sollte. Also, ich zitiere mal. Eine nachhaltige und gesunde Ernährung besteht aus Ernährungsmustern, die alle Aspekte der Gesundheit und des Wohlbefindens einer Person fördern, geringe Auswirkungen auf die Umwelt haben und wenig Umweltbelastung verursachen, verfügbar, bezahlbar, sicher und fair sind und kulturell akzeptiert werden. Die Ziele einer nachhaltigen und gesunden Ernährung sind es, ein optimales Wachstum und die bestmögliche Entwicklung aller Personen zu erreichen, sowie die Funktion und das körperliche, psychische und soziale Wohlbefinden in allen Lebensphasen der gegenwärtigen und künftigen Generationen zu begünstigen. Zur Vorbeugung aller Formen der Fehlernährung, das heißt Unterernährung, Mikronährstoffmangel, Übergewicht und Adipositas, beizutragen. Das Risiko von ernährungsmitbedingten, nicht übertragbaren chronischen Erkrankungen zu verringern, sowie die Erhaltung der Biodiversität und die Gesundheit des Planeten zu unterstützen. Nachhaltige und gesunde Ernährungsformen müssen alle Aspekte der Nachhaltigkeit vereinen, um unbeabsichtigte Konsequenzen zu vermeiden. Boom. Das ist ein Statement. Da haben wir alles mit drin. Und ich glaube, das ist ein ganz guter Einstieg, einfach um mal diese Dimension, die das hat, sich einmal kurz vor Augen zu führen, bevor wir jetzt in die Grundlagen dieses ganzen Themas mal ein bisschen genauer einsteigen. Definitiv, da sind super viele Aspekte drin und wir schauen uns auf jeden Fall ganz viele davon an. Aufgreifen würde ich am liebsten zuerst dieses gesunde Ernährung. Das würde ich fast schon in Anführungszeichen setzen, weil das Wort gesund sich gar nicht wirklich greifen lässt. Es ist nicht klar definiert. Wichtig ist, dass man da alle Aspekte einbezieht, also soziale Gesundheit, körperliche Gesundheit, aber eben auch mentale Gesundheit, die aus einem stressfreien Alltag irgendwie herrührt und damit auch, weil Ernährung auch alltäglich ist, ein stressfreies Ernährungsverhalten irgendwie mitbringt, bei dem wenig strikte Vorgaben mit einhergehen, bei dem eine freie Auseinandersetzung mit dem, was Essen eigentlich ist, nämlich nicht nur Nährstoff und Energie bringen, sondern Lust gewinnen. Essen schmeckt ja auch wunderbar, dass das irgendwie mit reinspielt in dieses Gesund. Natürlich könnten wir uns alle irgendwie so eine Formula-Diät verabreichen, die alle Mikro- und Makronährstoffe perfekt für unseren Körper mitbringen, aber es würde uns ja trotzdem nicht glücklich machen. Und das würde ja dann in die mentale Gesundheit einschneiden. Und ich hatte ja gerade die soziale Gesundheit mit aufgenommen, also dieses Beisammensein, dieses Geselligkeit mal erleben, was Essen ja auch oft mit sich bringt. Denken wir nur mal an das Zusammenkommen an Weihnachten oder an irgendeinem anderen Feiertag, das häufig mit so kulturell geprägtem Essen einhergeht, mit dem Festtagsessen quasi. Das sind ganz viele unterschiedliche Aspekte, die in dieses Gesund und gesunde Ernährung und Nahrung eben einspielen. Wir picken uns quasi jetzt raus, gesunde Ernährung ein bisschen runter zu regeln auf das, was wir tatsächlich essen und nicht auf das, was wir damit auch mental und sozial bewirken. Und wenn wir uns das mal anschauen, kennen wir wahrscheinlich alle oder wissen wahrscheinlich alle, dass es mehr oder weniger förderliches Essen gibt und dass es manche Lebensmittel gibt, die nicht so ausufernd in den Speiseplan einzubinden sind und manche Lebensmittel gerne mehr gegessen werden dürfen. Sowas wie Obst und Gemüse ist ja, was gut und viel dabei sein darf. Und das ist häufig etwas, was in Generationen oder in Familien irgendwie vermittelt wird. Gesund ernähren spielt mit rein in meine körperliche oder die körperliche Gesundheit von jedem, weil Krankheiten häufig nicht in den Genen liegen, sondern tatsächlich in den Gewohnheiten, die in Familien vermittelt werden. Das Essen spielt da eine ganz, ganz, ganz große Rolle. Und vielleicht habt ihr schon vom metabolischen Syndrom gehört. Das sind
unterschiedliche Symptome, die sich zusammentun zu diesem großen Gesamtkomplex metabolisches Syndrom. Da fallen Herz-Kreislauf-Erkrankungen drunter, aber auch Übergewicht und Diabetes. Und wenn wir das jetzt im Thema Nachhaltigkeit beleuchten, ist gesunde Ernährung insofern wichtig und gut, dass wir gesund bleiben, dass der Körper fit bleibt und nicht zum Beispiel pflegeanfällig wird, weil mit der Pflege schon viel Energieaufwand verursacht werden kann und es natürlich schöner, aber auch eben umwelttechnisch besser ist, wenn wir eben nicht gepflegt werden müssen. Und das können wir mit einer gesunden Ernährung, mit einer bewussten Ernährung schon ein bisschen anstoßen. Okay, also das Besondere hieran ist jetzt aus meiner Sicht, dass ich Ernährung nicht nur reflektiere auf das, was in meinem Körper passiert, sondern auch auf das, was es außerhalb meines Körpers sozusagen beeinflusst, wie ich mich ernähre. Da bekommt das Ganze plötzlich eine Holistik, ja, eine Ganzheitlichkeit. Und ich extrahiere mich als Individuum nicht aus der Gesellschaft, aus diesem Planeten, ja, sondern ich betrachte mich einfach als Teil des Ganzen und überlege mir, wie mein Verhalten sich grundsätzlich auch auf das Ganze auswirkt. Ganz genau. Es ist quasi nicht mehr nur meine Sache, wie gesund und fit ich bin, wenn wir diesen Aspekt mit einbeziehen. Dieses, vielleicht bin ich irgendwann aufgrund meines Ernährungsverhaltens irgendwann mal pflegeanfällig, trifft natürlich dann nur auf die nicht übertragbaren ernährungsbedingten Krankheiten zu. Aber das ist halt ein Thema, was nicht nur mich, sondern alle anderen auch mit betrifft und eine Auswirkung hat. Okay, das heißt, wir sprechen ja im Prinzip von Konsequenzen. Meine Ernährung hat Konsequenzen für meine Lebenssituation. Meine Lebenssituation hat Konsequenzen für mich, aber nicht nur für mich, sondern eben auch für die Gesellschaft, in der ich lebe, für das Umfeld, in dem ich mich bewege und für alle Strukturen, von denen ich ein Teil bin. Richtig? Definitiv. Und das funktioniert nicht nur regional, sondern auch global fast, weil die Strukturen, die ich mit anstoße, sei es ob ich krank oder gesund bin, sind ja dann durch mein Kaufverhalten oder mein Umweltverhalten angestoßen. Und mein Kaufverhalten kann ich ja dahingehend auch für meine Umwelt verbessern, als dass ich dann faire soziale Strukturen fördern möchte durch mein Kaufverhalten, sofern es mir möglich ist, sofern die Produkte, die ich dann erwerben kann, für mich im Rahmen liegen und ich fair und sozial quasi dann auch einen Beitrag leisten kann. Und auch das spielt ins Thema Nachhaltigkeit quasi mit ein. Also mich als Individuum quasi verantwortlich zu machen für das, was die Konsequenzen sind, fürs große Ganze, nicht nur für meinen eigenen Körper. Okay, das heißt, jetzt kommen wir im Prinzip ja schon zum zweiten Punkt. Der erste Punkt war eben die gesunde Nahrung. Das ist ein Punkt, den wir ja auch aus nahrungs- oder ernährungsphysiologischer Sicht betrachten können. Und du hast ja gerade das metabolische Syndrom auch angeführt, beziehungsweise auch Diabetes in der Fortführung etc. Das ist ja tatsächlich eine erstmal herkömmliche Betrachtung, die dann erweitert wird eben durch den Blick aufs Ganze. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt und das ist der Punkt der sozial und fair hergestellten Lebensmittel. Das bringt mich jetzt auf den Gedanken, dass unser Ernährungsverhalten definiert ist. Und das ist nicht definiert unbedingt durch uns selbst und unsere Bedürfnisse, sondern es ist in erster Linie auch definiert durch die Lebensmittelindustrie, die einfach bestimmte Strukturen schafft, aus den verschiedensten Gründen. Die sind teilweise lange Zeit gewachsen und sind jetzt eben so, wie sie sind. Und da ist möglicherweise ein Umdenken gefragt, oder? Ja, auf jeden Fall. Es gibt auch viele Unternehmen, die da schon einen Anstoß bringen, die aber noch, wie du gerade gesagt hast, viele Unternehmen sind lange gewachsen und haben große Strukturen etabliert, die auch wirklich glatt funktionieren. Neue Unternehmen haben dann diese Startsequenz, wo es nicht so große Mengen gibt, die dann logischerweise leider nicht zu so einem günstigen Preis vielleicht manchmal verkauft werden können. Aber wir können zum Beispiel eine Unterstützung leisten, wenn wir Palmöl reduzieren in unserem Lebensmittelkonsum. Natürlich hast du recht, dass viele Unternehmen etabliert sind, Marktmacht haben und das eben auch bekannt ist, die Marken bekannt sind. Aber es gibt auch eben sehr, sehr gute Alternativen, die ausgezeichnet sind. Da ist dann in der Regel ein Verweis drauf, dass Palmöl ausschließt. Und Palmöl können wir ja auch im Klimakontext noch einmal betrachten. Palmöl muss aufwendig angebaut werden und dafür ist eine Rodung vom Regenwald notwendig. Und das ist ja dann logisch, wo unser Beitrag quasi fürs Klima ist.
um das eben zu verhindern, um die Rodung des Waldes zu verhindern, aber auch um die Verkleinerung des Lebensraums und das Sterben der Artenvielfalt zu verhindern. Also sind kleine individuelle Entscheidungen, sofern ich sie mir leisten kann, schon wirklich einen Beitrag wert. Okay, jetzt was diese beiden ersten Punkte anbelangt, gesunde Nahrung und sozial und fair hergestellt, fällt mir zu meinem eigenen Kaufverhalten ein, ich achte auf Bio sehr. Das ist das, was ich mit gesunder Nahrung identifiziere zunächst mal. Das heißt aber ja nicht zwangsläufig, dass diese Nahrung auch fair hergestellt ist. Das Zweite, was mir immer mehr auffällt in den Regalen der Geschäfte, in denen ich einkaufe, meine Lebensmittel, ist, dass es diese Fairtrade-Labels gibt. Also offensichtlich Produkte, die unter Beachtung bestimmter sozialer Herstellungsstandards produziert worden sind, um der Region, wo sie produziert werden, eben fair zu begegnen und den Benefit zu lassen, der aus der Lebensmittelproduktion und dem Handel damit entsteht. Richtig? Definitiv, auf jeden Fall. Und du sagst gerade schon, Bio ist quasi auch für dich ein Gesund-Äquivalent und fair fällt manchmal dann ein bisschen unter den Tisch. Manchmal geht das aber auch wirklich gut Hand in Hand, dass fair auch mitbedeutet, dass es gut angebaut ist, einfach aufgrund der Arbeitsbedingungen, die dann geschaffen werden müssen. Das Verbreiten von Pestiziden, sei es per Handpumpe für Bananen oder Ähnliches, ist ja auch dann ein Arbeitsschritt, der entweder eingespart werden kann oder eben nicht. Und so, wie du gerade sagst, Bio gleich gesund, kann insofern stimmen, als dass weniger Pestizide eingesetzt werden und dann eben ein Umweltschaden eingegrenzt wird. Weniger Artensterben von Insekten, die sich wegen der Pestizide weniger gut verbreiten können. Das wollen wir zwar manchmal wegen der leckeren Bananen oder Früchte oder wie auch immer, wo hoffentlich keine Insekten zu Hause sein sollen, wenn wir sie öffnen und essen möchten. Aber wir brauchen ja auch ein gutes Ökosystem, ein gutes Miteinander von allen Lebensbereichen. Und so geht fair und sozial und Bio ganz gut Hand in Hand. Okay, also an dieser Stelle kristallisiert sich schon etwas heraus, was wir wahrscheinlich gleich im Resümee nochmal sehr deutlich auf den Tisch bringen werden, dass die verschiedenen Kriterien, durch die wir uns jetzt hier mal durcharbeiten, am Ende wie so Mosaiksteine alle zu einem sinnvollen Lebensmittelprodukt dazugehören. Ne? Aber da kommen wir später nochmal drauf. Also sozial und fair hergestellt ist ein wichtiges Kriterium, um einfach die Nachhaltigkeit, auch die ökonomische und soziale Nachhaltigkeit von Lebensmittelproduktion und Lebensmittelhandel zu berücksichtigen. Jetzt werden ja Lebensmittel global hergestellt, aus verschiedensten Regionen auf der ganzen Welt, wo Lebensmittel hergestellt werden. Und unsere Lebensmittelindustrie hat ja ein System geschaffen, in dem nicht so wichtig die lokale Situation ist, also wo wird etwas angebaut und wo wird es verzehrt, wie kommt es von A nach B, sondern wo die Transportwege eigentlich vorausgesetzt werden, die Transportaufwände vorausgesetzt werden und es einzig und allein um die Produktionskosten geht, scheinbar. Ja. Das führt uns jetzt zu unserem nächsten oder zu unseren beiden nächsten Punkten, mindestens, nämlich der Frage der Emissionen durch genau diesen Umstand, dass Lebensmittel einfach scheinbar willkürlich auf der ganzen Welt produziert und dann transportiert werden. Genau, wir setzen ja ganz oft einfach voraus, dass wir unterschiedlichste Lebensmittel zu egal welcher Zeit im Jahr verfügbar haben im Supermarkt, seien es Tomaten, Erdbeeren, Mangos, Bananen. Da wüssten wir vielleicht gar nicht, wieso der Saisonzyklus wäre, wenn es dann eigentlich quasi danach ginge. Und das klappt zum Teil aufgrund der Globalität, aber zum Teil eben auch durchs Einlagern. Bei heimischen Äpfeln ist das zum Beispiel so. Die sind ja auch relativ ganzjährig verfügbar. Im Herbst merkt man dann, dass so richtig viele auf Lager sind, dass man da eine größere Auswahl an heimischen Äpfeln hat. Aber im Gesamtjahresverlauf kann man immer noch den deutschen Boskop kaufen. Und das liegt daran, dass die wirklich schlau eingelagert werden und gekühlt werden. Das heißt, durch mein Kaufverhalten, durch Saison, abgepasstes Verhalten könnte ich zum Beispiel Lageremissionen umgehen. Das, was Kühlung und dann auch Transport mit sich bringt, vielleicht umschiffen und vielleicht auch ganz neue Lebensmittel kennenlernen oder Rezeptkombinationen im Sommer und im Winter. Vielleicht wächst dann auch wieder die Vorfreude auf Unterschiedlichstes. Und mit dem Lager geht ja auch der Transport, wie du gerade sagtest, einher. Und
Da habe ich wirklich spannende Zahlen meiner Meinung nach gefunden. In einem Vergleich von 37 Wirtschaftssektoren in 74 Ländern wurde herausgefunden, dass 30% der Transportemissionen auf die Nahrungsmittel entfallen. Das ist wirklich, wirklich viel. Und das spielt rein in das, was du gerade sagtest. Also es wird global angebaut, von überall her kommen unsere Lebensmittel. Und besonders reiche, wohlhabende Länder setzen diese Verfügbarkeit immer mehr voraus, dass einfach alles da ist. Und das fällt besonders auf, wenn man sich einen Teil der Studie anguckt, der sagt, dass Länder wie die Vereinigten Staaten, Deutschland und Frankreich und Japan, die zwar nur die 12,5% der Weltbevölkerung ausmachen, aber dadurch 46% der Emissionen einheimsen wegen der Lebensmitteltransporte. Das bezieht sich dann besonders auf Obst und Gemüse, so wie gerade gesagt, also Mango, Banane, aber eben auch auf tierische Lebensmittel aus fernen Ländern, die dann exotisch sind und auch was Besonderes darstellen. Das Problem daran ist, dass das schwer ist, dass man ganzes Obst und Gemüse ja nicht wie zum Beispiel Saftkonzentrat aufpulvern oder eindicken kann und dann im Herstellungsland oder im Verbrauchland wieder auflösen mit ein bisschen mehr Wasser. Dann haben wir wieder einen ganz normalen Trinksaft, so wie wir ihn kennen, sondern die Früchte oder die Fleischstücke müssen ganz bleiben. Ja, der Transport wird dann aufwendiger, weil die Bestandteile gekühlt werden müssen im Ganzen. Die sind dann im Verhältnis schwerer als Sachen, die man schrumpfen und wieder groß machen kann. Und das bringt dann halt leider diese große Emission mit sich, wo man dann vielleicht ein bisschen regionaler vielleicht wieder drauf achten kann. Regional, saisonal, mal wieder die deutschen Superfoods irgendwie rauskramen. Sowas wie ganz oft bekannt Heidelbeere mit den Antioxidantien, aber auch sowas wie Grünkohl und Rotbeete. Ich glaube, da fällt vielen direkt was zu ein. Ja, also der Knackpunkt an der ganzen Geschichte ist ja offensichtlich, dass zumindest im Moment noch, das könnte sich ja tatsächlich sogar bald ändern, Transport günstiger ist als Arbeitskraft. Das bedeutet, wir verlagern Produktionen in andere Länder, um Kosten zu sparen bei der Herstellung, bei der Bereitstellung der Lebensmittel und nehmen dann in Kauf, dass der Transport eben auch ein bisschen mehr Geld kostet. Das ist aber scheinbar immer noch lukrativ. Und deswegen machen wir das, deswegen macht die Industrie das so. Klar, es gibt natürlich auch andere, von der Vegetation her Unterschiede. Bestimmte Pflanzen wachsen eben, wenn überhaupt nur im Sommer bei uns. Deswegen müssen sie natürlich woanders angebaut werden. Nichtsdestotrotz ist der Transport scheinbar so günstig, dass das Lebensmittelbusiness so funktioniert. Deswegen gibt es kein offizielles Regularium im Moment, würde ich denken. Wenn jetzt die Energiekosten steigen, dann kann man gespannt sein, wie sich das eventuell verändert. Ja? Dann kommen wir vielleicht zwangsläufig dazu, ein bisschen mehr nachhaltig zu sein, weil die Kosten es uns einfach schon vorschreiben. Aber am Ende des Tages, solange es kein äußeres, kein markteigenes Regulativ gibt, müssen wir Verbraucher über unser Verhalten darauf Einfluss nehmen. Und das setzt ja voraus, dass wir überhaupt erstmal verstehen, wie die Zusammenhänge sind. Deswegen wäre es doppelt wichtig, dass wir mal so einen Podcast dazu machen. Also Lagerungsemissionen und Transportemissionen haben wir angesprochen. Das heißt, was Lagerung und Transport anbelangt, ist im Rahmen der Nachhaltigkeit nicht der reine Kostenfaktor das Ausschlaggebende, sondern der Emissionsfaktor. Ne? Also was an Umweltverschmutzung im weitesten Sinne entsteht durch diese Aktivitäten. Jetzt haben wir noch einen anderen Punkt, der da auch reinspielt, nämlich die Energieeffizienz bei der Herstellung von Lebensmitteln. Also wie viel Energie muss ich denn einsetzen, um Lebensmittel zu erhalten, die dann konsumierbar sind? Definitiv. Auf jeden Fall ist das auch nochmal ein Aspekt, den man anschauen kann. Eigentlich ist es relativ energieeffizient, wenn große Mengen gemacht werden, weil dann die Energieproportion kleiner wird. Wenn der Ofen eh schon läuft, dann kann ich den 12. Muffin auch noch mitbacken. Der macht jetzt den Braten nicht mehr fett. Das heißt, manchmal bieten sich vielleicht sogar Convenience-Produkte an, wenn da der Verpackungsmüll nicht so groß wäre. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Aber bei mir zu Hause könnte ich vielleicht entweder darauf achten, absichtlich große Portionen zu kochen und mir dann was abzupacken, um den Energieaufwand pro Portion zu minimieren, oder ganz passgenau kochen. Letzteres ist natürlich schwieriger, einfach weil man manchmal nicht ganz weiß, wie viel Hunger man hat. Aber das ist vielleicht etwas, was man mitnehmen kann. Den Energieaufwand pro Portion kann ich sogar zu Hause anpassen. Der Herstellungsaufwand der Industrie ist häufig in den Zahlenbrei von Transportemissionen und Ähnlichem einkalkuliert. Das heißt, da kann ich vielleicht gar nicht mehr so nachvollziehen, was jetzt gerade das beste Produkt ist.
Aber zu Hause kann ich auf jeden Fall drauf achten. Jetzt hast du den Begriff Convenience Food verwandt. Erklär den doch bitte nochmal. Ich bin mir nicht sicher, ob ganz klar ist, jedem Zuhörer, was damit gemeint ist. Convenience-Produkte sind einfach leicht konsumierbare Produkte. Convenience bezieht sich quasi auf die Bequemlichkeit, die das Produkt mit sich bringt. Das können wir im ganz Kleinen betrachten, also zum Beispiel statt den Apfel am Stück zu essen, den geschnittenen Apfel oder die geschnittene Ananas im Supermarkt kaufen. Manchmal bietet sich das an, wenn man spontan ein Picknick plant und schnell ein paar Früchte zusammensammelt. Aber in der Regel bietet es sich sehr viel eher an, den Apfel, die Ananas oder die Trauben im Ganzen zu kaufen und zu Hause zuzubereiten. Und das kann man natürlich beliebig hochskalieren. Sei es die Pizza, die ich fertig kaufe, oder die Lasagne oder unterschiedlichste Lebensmittel. Convenience bezieht sich auch auf das, was wir als geschnittenen Aufschnitt kaufen können. Man könnte zum Beispiel den Käse auch im Stück kaufen. Es ist aber morgens manchmal bequemer, wenn ich nicht den Käsehobel rausholen muss und mir meine 3 Scheiben Käse abschneide, sondern die 3 Scheiben Käse einfach aus der Verpackung mopsen kann. Und genau da mit dieser Verpackung kommt natürlich der Verpackungsmüll einher. 60% unseres Haushaltsmüll entfällt auf Lebensmittel- und Getränkeverpackungen. Das heißt, hier können wir vielleicht sogar wirklich eine große Schraube drehen, wenn wir große Gebinde kaufen, wenn wir nicht einen halben Liter Milch, sondern einen ganzen Liter Milch kaufen, vorausgesetzt, wir können ihn aufbrauchen. Oder wenn wir statt 4 kleinen Joghurts, die jeweils einzeln verpackt sind, einen großen Joghurt kaufen und den in einem kleinen Schälchen zu Hause essen, oder wenn er mitgenommen wird in der wiederverwendbaren Glasbox oder so mitgenommen wird. Das bietet sich alles an. An ganz vielen Stellen lassen sich vermeidbare Verpackungsstoffe dann umgehen. Auch Obst und Gemüse, manchmal sind solche Sachen ja auch verpackt, wo man sich fragt, was jetzt gerade die bessere Option ist, die eingeschweißte Biogurke oder die nicht eingeschweißte konventionelle Gurke. Das liegt dummerweise daran, dass die Biogurke distinktiv von der herkömmlichen Gurke unterscheidbar sein muss. Und da war leider die herkömmliche Gurke zuerst auf dem Markt. Das heißt, die Biogurke musste sich irgendwas ausdenken. Und ein Sticker tut's manchmal, aber manchmal eben auch die Schweißverpackung. Und solche Verpackungen lassen sich ja manchmal einfach gut umgehen, sei es jetzt das wiederverwendbare Material wie Joghurt im Pfandglas oder Joghurt im großen Gebinde oder der eigene To-Go-Becher, aber eben auch sowas wie, welche Obst- und Gemüseverpackungen nutze ich? Nutze ich die klein abgepackten Tomaten oder tun es auch die Strauchtomaten ohne Verpackung? Okay, jetzt hast du natürlich schon ein paar praktische Tipps und Hinweise gegeben. Dabei fällt mir auf, das ist natürlich total wichtig, weil ich kann mir vorstellen, dass es sehr schwer einzuschätzen ist für den Verbraucher. Also jetzt dein Beispiel von dem großen Joghurtbecher oder den 3 kleinen. Da würde ich ja, wenn ich akribisch bin, jetzt direkt überlegen, okay, hat denn ein großer Joghurtbecher so viel weniger Plastik als die 3 kleinen? Großer Joghurtbecher wird mir vielleicht schneller schlecht und so weiter. Also worauf ich hinaus will ist, gibt es Ratgeber dafür, wo ich mich einfach mal informieren kann über das richtige Konsumentenverhalten, wo ich lernen kann, worauf zu achten ist und welche Kniffe und Tricks im Alltag ich anwenden kann, um nachhaltiger meine Lebensmittelauswahl erstmal zu treffen? Es gibt auf jeden Fall auf den Seiten der Verbraucherzentralen, die auch zum Beispiel die Lebensmittelinhaltsstoffe prüfen, Hinweise dazu. Oder auf unterschiedlichen Bundesseiten und Verbraucherseiten, die Hinweise zu den Verpackungen, auch Hinweise dazu, wer zur Entsorgung der Verpackungen berufen ist. Das sind leider wir Verbraucher. Das heißt, wir müssen uns selbst die Gedanken machen. Und natürlich ist das etwas, was super wäre, wenn es das an einem Sammelpunkt verfügbar gäbe. Was ist jetzt gerade meine beste Option? Leider ist das immer ein individueller Aspekt, wo man sich selbst irgendwie kontrollieren muss. Du sagtest gerade, vielleicht wird mir der große Joghurt schlecht, vielleicht kann ich gar nicht so viel von dem großen Joghurt essen, weil ich den so oft hintereinander gar nicht essen möchte und dann wird er doch schlecht. Natürlich sind das alles Fakten, die mit reinspielen, und Lebensmittelabfälle vermeiden wäre, glaube ich, eh das größte Ziel. Da haben wir den besten Beitrag, um verschwendete Energie entgegenzukommen, dem entgegenzuwirken. Das heißt, das ist wirklich viel individuelle Abwägung und
Da sich mit auseinanderzusetzen, ist immer sehr komplex, das stimmt. Das ist, wenn es jetzt um Lebensmittelabfälle geht und deren Vermeidung, tatsächlich auch eine Frage der Übung, ne? Der Erfahrung, die man sammelt. Meine Frau hat sich inzwischen angewöhnt, dass sie immer sehr zufrieden und stolz ist, wenn sie feststellt, dass das, was sie gekocht hat und vorbereitet hat, tatsächlich zu 100% oder nahezu 100% auch gegessen wird. Dann haben wir ganz oft den, guck mal, war auf dem Punkt. Alles ist alle und alle sind satt, super. Und ganz oft erlebt man es aber gerade natürlich, wenn man als Gast bewirtet wird im Freundes- oder Bekanntenkreis oder auch in der Familie, dass das Bestreben ist, Reichhaltigkeit anzubieten. Mhm. Also es muss immer von allem so viel Nachschub da sein, dass sich keiner komisch vorkommt, weil er das letzte Stück von irgendwas nimmt. Ja, das letzte Stück Kuchen, das letzte Würstchen, das letzte keine Ahnung was. Ja, und das ist natürlich mit einem gewissen sozialen Habitus verknüpft, den wir auch entwickelt haben. Der rührt vielleicht noch aus der Vergangenheit her, wo mal Mangel vorhanden war und der Überfluss eine bestimmte Wertigkeit erfahren hat. Und das hält vielleicht noch nach in unserem Verhalten. Und möglicherweise muss man da als Gesellschaft auch zu anderen Wertvorstellungen finden. Es geht ja nicht darum, dass man... Also ich habe immer so ein lustiges Beispiel aus meiner Kindheit. Meine Mama hat immer sehr lecker gekocht, wie ich finde. Und hatte aber mal eine Zeit lang zumindest teilweise, ich will da jetzt auch kein Unrecht antun, nicht das richtige Gefühl für die Menge. Mhm. Und dann ist es schon mal passiert, dass wir gegessen haben und es war super lecker, aber das Essen war alle, bevor ich satt war. Oh. Und dann hieß es, okay, wer jetzt noch Hunger hat, kann sich ein Brot schmieren. Das ist natürlich nicht das Ziel, ja. Und dann den richtigen Grad zu finden und einfach nachhaltig mit auch der Menge, die wir zubereiten und vor allen Dingen der Menge, die wir eventuell wegschmeißen, umzugehen. Das wäre ja ein sehr, sehr wichtiges Thema. Absolut. Definitiv. Jetzt hast du das Thema Verpackung ja eben angesprochen. Mhm. Also wir haben gerade den Joghurt mal als exemplarisches Beispiel genommen. Das, was jeder sicherlich machen kann, ist über entsprechende Ratgeber möglicherweise sich mal zu informieren und ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, welche Wege und Möglichkeiten gibt es denn, mein normales Einkaufsverhalten in den Geschäften, in denen ich Lebensmittel einkaufe, anzupassen, um schon mal eine Optimierung hinzubekommen. Es gibt aber ja auch ganz, ganz neue Konzepte oder relativ neue Konzepte in unserer Lebensmittelindustrie, die da so einen Königsweg beschreiten. Diese Läden, wo man keine Verpackung mehr hat, sondern seine eigenen Verpackungsgebinde mitbringt. Hm, das sind die Unverpacktläden. Ja. Die kaufen quasi in großen Gebinden ein, sagen wir meistens Trockenprodukte wie Reis, Nüsse oder Ähnliches. Und dann bringt jede Person die eigene Verpackung mit und kann dann quasi abzapfen. Seien es jetzt Müslis oder, wie gerade schon gesagt, Nüsse, aber manche auch Öl und Süßwaren. Ganz oft gehen solche Unverpacktläden auch mit Bio-Lebensmitteln einher, die dann mit angeboten werden. Und das funktioniert so, dass jede Person den eigenen Container mitbringt. Der wird dann vorher gewogen, dann wird draufgeschrieben, was das Gewicht des Containers ist und dann wird hinterher quasi nur das bezahlt, was man eingefüllt hat. Super spannendes Konzept, natürlich ein Mehraufwand für die Endverbraucherin und den Endverbraucher, weil man einen kleinen Umweg fahren muss und vielleicht sich auch erstmal umgewöhnen muss. Aber eine super coole Idee, um den Verpackungsmüll zu reduzieren, weil je größer das Gebinde, desto weniger Verpackung pro Portion. Und so kann man da schon ansetzen und anfangen. Das stimmt. Ja, okay. Sehr interessant. Ja, es ist ein Konzept, was sicherlich für die breite Masse noch ein bisschen schwierig umzusetzen ist. Ich weiß gar nicht genau, wie die Preise in solchen Unverpacktläden sind. Auf jeden Fall wird wahrscheinlich der organisatorische Aufwand, weil es halt in der Regel kleine Läden sind, ein bisschen größer sein, als das jetzt im Supermarkt der Fall ist mit all der Logistik dahinter. Aber es ist ja zumindest schon mal ein Fingerzeig in die richtige Richtung. Und es wäre ja sehr interessant, mal zu beobachten, wie die Lebensmittelindustrie als Ganze auf solche Tendenzen reagieren kann. Das muss ja nicht immer gleich 100% sein. Aber möglicherweise gibt es auch in Supermärkten Optionen, bestimmte Lebensmittel, die vielleicht von der Haltbarkeit her unkomplizierter sind, in dieser Art und Weise anzubieten. Das wäre ja sehr, sehr wünschenswert, wenn es dann einen entsprechenden Trend gäbe. Auch da, glaube ich, ist unser Verbraucherverhalten bzw. auch unsere Verbraucherforderung nicht ganz unerheblich. Ne? Definitiv. Und was damit einhergeht, wenn ich mir meine eigene Portion irgendwie abpacken kann, ist, wenn ich neue Rezepte ausprobiere, muss ich nicht eine ganze Packung von irgendwas kaufen. Das ist ja auch etwas, was wir als Verbraucherinnen und Verbraucher quasi laut machen können, dass
dass man manchmal ganz bestimmte kleine Proben von irgendwas braucht, genauso selbst abgepackt halt, um was auszuprobieren. Wenn ich eine ganze Packung von etwas kaufen müsste, dann ist der potenzielle Lebensmittelabfall, falls es mir nicht schmeckt oder falls ich dieses Gericht nur einmal gekocht habe und dann nie wieder, viel größer. Mhm. Jetzt hast du noch einen anderen Königsweg in unseren Vorgesprächen angesprochen, nämlich den, Lebensmittel selber anzubauen. Vielleicht kommt dem einen oder anderen das jetzt naiv vor, wenn wir sowas ansprechen. Weil natürlich klar ist, wenn ich in der Stadt wohne und ich habe gar nicht die Flächen, um sowas zu tun, dann ist diese ganze Betrachtung natürlich erstmal Makulatur. Aber ein kleines Kräuterbeet auf dem Balkon anzubauen, ist ja wahrscheinlich für die meisten oder zumindest für viele doch möglich. Und das wäre dann so die kleine Variante. Und wer ein bisschen Garten hat und ein bisschen Platz hat für ein Beet anstelle von Rasen möglicherweise, der hätte ja tatsächlich auch noch andere Optionen, richtig? Definitiv. Also bei dieser Möglichkeit entfallen ja unterschiedliche Faktoren, die wir gerade schon aufgezählt haben, nämlich der Transportweg, das Einlagern und der Verpackungsmüll. Im Idealfall sogar noch die Pestizide, je nachdem, wer wie wo was anbaut und wie man damit Nagern, Insekten und vielleicht auch Schnecken zu kämpfen hat. Das ist natürlich dann nochmal außen vor. Da kann man manchmal Hausmittelchen benutzen, aber auf jeden Fall haben wir da schon viel umschifft und es muss vielleicht sogar nicht mal das Kräuterbeet auf dem Balkon sein, sondern manchmal auch so kleine Küchenkräuter. Die werden ganz oft in Supermärkten angeboten und wenn man sie zügig umtopft und denen ganz gute Erde gibt, dann halten die sich wirklich lange. Oh. Und selbst für die, die nicht so viel kochen, ist so ein 2 Großmarinen im Gin vielleicht doch nochmal so eine Option. Dann umgeht man diese kleinen abgepackten Kräuter, die man manchmal frisch in der Obst- und Gemüseabteilung kaufen kann, von denen man manchmal nicht ganz alles aufbraucht, bevor sie dann doch irgendwie welk werden. Oh. Also das lässt sich von ganz klein bis nach ganz groß, so wie du gerade sagtest, mit dem Salat statt Rasen ein bisschen einsäen, hochskalieren. Und da kann man dann wirklich viel machen. Also sowas wie Pflücksalat, Tomaten selbst anbauen, sich freuen, wenn die dann endlich rot werden. Das ist ja auch nochmal was, was das irgendwie mitbringt. Mal ganz abgesehen von dem Nachhaltigkeitsaspekt, sondern wieder das, was wir am Anfang erwähnt haben, mit Lebensmittel ist ja auch Genuss und Freude, dass man sich freuen kann, dass quasi vielleicht alles sogar selbst gemacht hat, was jetzt gerade im Gericht sich finden lässt. Ja, absolut. Ja, genau. Das ist ein herrliches Gefühl und tatsächlich ist das, was frisch aus dem Garten gewonnen ist, natürlich auch vom Geschmack her sehr, sehr gut. Und es gibt ja tatsächlich auch Betrachtungsweisen von Lebensmitteln, die über die rein lebensmittelphysiologische Betrachtung hinausgehen, wenn es um energetische Betrachtungen geht. Darüber hinaus haben wir natürlich tatsächlich auch den Vitalstoffverfall, sobald Lebensmittel in die Lagerung kommen. Also die direkte Verwertung von Lebensmitteln aus meinem eigenen Garten ist natürlich eh der Königsweg, auch schon aus diesem gesundheitlichen Aspekt heraus, wenn es darum geht, mich mit hochwertigen Vitalstoffen zu versorgen. Ne? Ja, also was natürlich auffällt, dieses Thema Nachhaltigkeit im Kontext der Ernährung ist ein Thema, was politisch, auch gesellschaftspolitisch sicherlich nicht ganz einfach zu besprechen ist. Denn es spielen natürlich sehr, sehr viele Aspekte da hinein, die nicht sofort zu lösen sind, sondern wo es ein Umdenken bedarf und wo es gesellschaftliche Entwicklungen auch braucht, wo sicherlich auch politische Einflussnahme auf ökonomische Strukturen wichtig ist, um den einzelnen Menschen der Gesellschaft, innerhalb der Gesellschaft Hilfestellungen zu geben und Wege zu eröffnen, die sie sich selber vielleicht gar nicht so leicht eröffnen können. Am Ende des Tages ist es sicherlich ein Wechselspiel aus Fordern und Fördern, ja. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, den wir am Anfang schon mal so ein bisschen angedeutet haben, dass es im Prinzip auch um eine philosophische, vielleicht gar ideologische Betrachtung geht. Und wir haben im Vorgespräch zu diesem Podcast einen Vergleich angestrebt. Da ging es um den Menschen in unserer Gesellschaft als Teil einer Masse. Und das ist ja etwas, was eher negativ besetzt ist, weil eine Masse verhält sich anders, als das Individuum sich verhalten würde. Oft negativer, oft steuerbarer, manipulierbarer. Und wir hatten den Gedanken, dass der Einzelne sich von Teil einer Masse lieber zum Bestandteil eines Ganzen entwickeln sollte. Also seine Rolle als Teil des Ganzen, als Rädchen, als ein wichtiges Rädchen im Getriebe erkennen sollte und daraus resultierend anerkennen darf, dass sein Verhalten und sein Einfluss auf das Ganze direkt und wirksam Einfluss nimmt.
Und daraus entsteht vielleicht dann der Anspruch an sich selber und auch der Ehrgeiz möglicherweise, die Motivation, sein eigenes Verhalten so zu verändern, dass man einen positiven Input zu dem Ganzen, zu dem man gehört, beiträgt, oder? Definitiv, das wäre mega cool, wenn man sich so als Teil einer Bewegung sieht, wo man dann auch Motivation daraus schöpfen kann, wenn das mehr Anklang findet, wenn man sieht, oh, da ist was leer gekauft im Unverpacktladen. Das heißt, noch mehr Leute als ich nutzen das, wo man sich quasi über Knappheit manchmal freuen kann. Oder wenn man sieht, dass die Freundin, der Freund tatsächlich was auf dem Balkon anpflanzt mit Freude und Geduld und das dann irgendwann kredenzen kann, dass man sich gemeinsam wieder auf den Weg begibt, anzubauen, umzudenken, Gewohnheiten zu verändern, was ja auch einfach manchmal lange dauert und am Anfang manchmal unbequem ist. Jetzt bist du 24. Die nächste Frage, die sich daraus für mich ableitet, ist, hast du ein Gefühl dafür? Gibt es wissenschaftliche Erkenntnisse? Du beschäftigst dich ja jetzt nachhaltig und wissenschaftlich auch mit diesen Themen. Dazu, wie die jüngere Generation, vielleicht auch im Vergleich zur älteren Generation, mit diesen Themen der Nachhaltigkeit umgeht. Also wächst da ein Bewusstsein heran oder gibt es da eher ein schwindendes Bewusstsein oder gibt es verschiedene Strömungen, die parallel existieren? Das haben wir ja häufig in unserer Gesellschaft. Was hast du da für Erkenntnisse? Meiner Meinung nach oder meines Empfindens nach wächst das Interesse einfach, weil es uns viel unmittelbarer, also uns als jüngere Generation viel unmittelbarer betrifft, weil die Welt als solches oder die Erde sehr viel eher ja belebbar bleiben soll und zwar genießbar belebbar. Und wir als Generation ein Interesse daran haben, das langfristig möglich zu machen, vielleicht nicht sogar nur für uns, sondern sogar für die, die noch nachkommen, die wir als Kinder großziehen. Wir möchten ja auch, dass unsere Kinder groß werden in einer Welt, die nicht von Klimakatastrophen geprägt ist. Trotzdem glaube ich, dass, obwohl wir dieses Bewusstsein und dieses Interesse viel präsenter haben, sich manchmal auch ein Frust einstellen kann, eine Resignation. Und ich glaube, davor müssen wir uns gegenseitig schützen und wappnen, dass wir uns gegenseitig zeigen, dass wir an einem Strang ziehen, dass wir alle einen kleinen Teil beitragen können. Ich glaube, sowas ist einfach manchmal wichtig, nochmal in Erinnerung zu rufen. Absolut. Vielleicht dazu als Abschluss nochmal einen kurzen Eindruck, den ich heute hatte, jetzt gerade eben. Du weißt es nicht, aber vor unserem Podcast war ich noch schnell mit dem Fahrrad zu einer Drehstätte, wo wir heute ein paar Yoga-Videos produzieren, Outdoor, in einer Region, das sind so ein paar renaturierte Auen, hier der Ahr in Münster. Wunderschön. Und ich kam da eben hin, wo unser Drehteam schon zugange war und überall lag Müll rum. Ich habe dann direkt frustriert mehr oder weniger ein paar Brocken zusammen. Da lag sogar ein Müllbeutel noch von irgendjemandem, wo schon Müll gesammelt war. Da habe ich den Rest auch noch dazu getan. Und bei der Gelegenheit ist mir ein Zitat eingefallen aus einem wunderbaren Buch, was ich gelesen habe. Da ging es um die Aborigines. Und dort wurde ein Leitsatz der Aborigines zitiert, der so ähnlich geht wie: Wenn du dich irgendwo aufhältst, dann verlasse diesen Ort so, als wärst du nie da gewesen. Das finde ich ein sehr, sehr, sehr schönes Bild. Und das fasst sehr, sehr gut zusammen, finde ich, in welcher geistigen Haltung wir vielleicht ein bisschen mehr sein sollten, wenn es darum geht, mit unserem Planeten nachhaltiger umzugehen, uns als Teil dieses Ganzen zu sehen, unsere Rolle so zu spielen, dass wir das Ganze nicht schädigen, sondern unterstützen. Und dazu gehört dann im Prinzip alles, über das wir heute auch gesprochen haben. Ja, die kleinen Schritte, die wir alle gehen können, um die Welt als Ökosystem aufrechtzuerhalten. Dass das sich quasi wieder als Kreislauf bewegt und nicht als Einbahnstraße mit Verbrauch und Konsum. So ist das. Aber kein Zurückgeben, genau. Ja, genau. Gut. Wir verlinken natürlich Informationen, Quellen, aber auch diese Ratgebergeschichten, über die wir gesprochen haben, unter dem Podcast, sodass jeder den Weg weiter beschreiten kann, wenn er das möchte. Dieser Podcast kann natürlich nur ein Teaser gewesen sein, um mal den Fokus auf dieses sehr, sehr wichtige Thema, wie wir finden, zu lenken. Nichtsdestotrotz, glaube ich, war das sehr wertvoll. Ich danke dir, dass du heute hier bei uns warst und wir diesen Podcast aufzeichnen konnten. Danke, dass ich da sein durfte. Hat Spaß gemacht. Das freut mich. Danke für deine Expertise und für dein profundes Fachwissen hier in dem Kontext und dass du uns ein bisschen die Augen geöffnet hast. Sehr schön. Ich hoffe, euch, liebe Zuhörer, hat das gefallen und wir konnten vielleicht eine Saat in euch setzen, euer eigenes Verbraucherverhalten in Zukunft nochmal ein bisschen anders zu beleuchten. Das wäre toll.
Denn wir haben nicht nur Verantwortung für uns selber, darüber sprechen wir bei Cyber Health ja sehr, sehr oft, sondern auch Verantwortung für das, was aus unserem Handeln heraus für das Gesamte entsteht. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag, eine tolle Woche, eine gute Zeit, Gesundheit und freue mich darauf, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören an dieser Stelle. Bis bald.